Ja, moin zusammen. Herzlich willkommen hier bei mir im Kanal 83 MeToo. Und ich möchte nochmal hier auf den Mesto Forma eingehen. Und der ist ja wirklich schlecht weggekommen durch mein letztes Video. Und da muss man dem Teil ein bisschen wieder gut machen, muss ich hier, weil ich habe ihn nicht richtig wirklich angewendet. Danke an den User, der mich darauf hingewiesen hat. Man muss das Ding wirklich richtig gänzlich aufpumpen, dann ist der Strahl auch deutlich breiter und angenehmer. Ich habe jetzt hier eine neue Mischung gemacht. Und das testen wir jetzt mal. Also wir haben ja hier an der rechten Seite, also fest zugeschraubt, hier das Überdruckventil, das in beide Richtungen bewegt wird. Und ich hatte mich einfach nur so ein bisschen auf ein kleines Pfeifen oder ein bisschen ja pfeifenartiges Geräusch hier verlassen und dachte schon, der hätte genug Druck, als ich das Video gemacht habe. Aber nein, man muss wirklich volle Suppe reinpumpen. Ist ein bisschen unbequem bei der hier im Verhältnis zur Gloria, weil der Stab ist halt relativ kurz. Werdet ihr auch gleich sehen. Wenn ich die jetzt hier aufpumpe, dann muss ich schon richtig viel Kraft aufüben, um auf diesem kleinen Stück hier dann wirklich perfekt aufzupumpen. Aber das werde ich euch jetzt zeigen. Und ja, es fängt jetzt schon an. Ich muss schon ein bisschen mehr Kraft aufwenden. Ich mache das lieber im Stehen oder hier so in der Hocke. Also das finde ich bei der Gloria wirklich komfortabler. So, und jetzt beginnt es hier. Man hört es. So, und dann hat das Gerät auch wirklich die 3 Bar erreicht. Gucken wir mal, ob wir es schaffen, beziehungsweise ich hier schaffe, so weit aufzupumpen, dass auch ein bisschen was rauskommt. Weil ich hatte beim ersten Geräusch im ersten Video dann halt direkt aufgehört. Und es scheint wirklich nichts zu kommen. Testen wir mal. Gehen wir hier wieder an die legendäre Wand. Na? Und dann sieht das schon mal ganz anders aus. Also so kann man damit auf jeden Fall wirklich gut arbeiten, wie ich finde. Na, so ist das wirklich eine ganz angenehme Sprühflasche. Hier, um dem Hersteller auch gerecht zu werden, dass er ein gutes Produkt herstellt, dann soll er auch eine gute Rezension bekommen. Gucken wir nochmal, wie viel Power wir diesmal drauf kriegen. Also hier. Na? Hier ist auf jeden Fall ordentlich Druck drauf. Jetzt habe ich ziemlich viel abgelassen. Puh, ganz schön anstrengend. Also klar, wenn man jetzt hier Autoventil anbaut und eine kleine Pumpe nimmt, ist das Ding richtig genial, weil das dann die 3 Bar permanent halten kann. Aber so manuell macht es das wirklich schwer, wenn man halt nur wirklich nur diesen kurzen Weg hier hat. Na gut, testen wir nochmal. Ich kann den jetzt auch mal gerade stellen hier. So. Hier drüben an der Stelle, wo ich noch nicht war. Na? Dann kommt ein wirklich schönes Schaumbild raus. Also vom Schaum selbst. Gefällt mir das sehr, sehr gut. Und auch die Sprühfläche ist ja jetzt deutlich größer. Also absolut brauchbar. Wollte ich jetzt hier nur noch mal klarstellen. Das finde ich ja so gut daran. Wir sind ja hier eine eingeschweißte Community, eingeschworen, von fast mittlerweile 8500, sind wir 8400 irgendwas, Usern und oder Abonnenten. Das freut mich wirklich sehr. Und wenn dann jemand so sieht, dass ich da einen Fehler mache, bin ich ja auch der Letzte, der dann nicht sagt, ja, hast du absolut recht, kein Thema. Geh dann auch nochmal in mich, guck dann selber nochmal nach, teste es und zeig's dann euch jetzt, wie auch in diesem Video. Dementsprechend Einsteiger-Sprühflasche ganz nett, ist okay. Wer einen 10er sparen will, wer die größere haben will, beziehungsweise, was heißt größere? Die teurere Variante einfach haben möchte, soll die Gloria FM10 nehmen. Hier haben wir halt den Vorteil, dass wir 1,5 Liter Fassungsvermögen haben und dementsprechend halt noch ein bisschen mehr reinbekommen. Ja, in diesem Sinne, haut rein, viel Spaß damit, Daumen hoch und ciao.